Herzlich willkommen mal wieder beim Lottermann. Und der Lottermann war ja früher dafür bekannt, auch viele tolle Sportis zu bauen. Der kann nicht nur klein, der kann auch richtig groß. Und das hat er hier mal wieder gezeigt. Erstmal schön, dass wir mal wieder ein Bike von dir präsentieren dürfen. Gerne. Erzähl kurz, was es im Grundmodell gewesen ist. Ja, das oder ist immer noch ist. Immer noch ist, ja. Es kam mal zur Welt als ganz normales Street Glide dabei. Ne? Und da hat der Kunde Stück für Stück mehr gemacht dabei. Als erstes haben wir mal ein bisschen Schwarzarbeit gemacht, dann ist er wieder ein Jahr gefahren und dieses Jahr haben wir mal einen weitergemacht. Ja, ein weitergemacht heißt ja, wenn man das Bike anguckt, auf den ersten Blick, oder man muss wirklich zweimal hingucken, gerade wenn man jetzt Laie ist. Der Fachmann sieht es natürlich, wie viel daran gemacht ist. Ich sag mal, diese ganze Form vom Tank und von den Taschen hinten inklusive Auspuffanlage und Floorboards, also Trittbretter, habt ihr ja richtig viel angefasst. Was ist das für ein Tank und was ist das für ein Kit jetzt auch mit den Taschen? Ja, also das ist unser Magnus-Kit, was wir ins Leben gerufen haben für die Tourer. Das ist praktisch ein Buddy-Kit, wo der originale Tank hier drunter sitzt und dadurch diese vakanten Formen ausbilden kann. Zusammen mit gestretchten Koffern, damit es ein schönes, langes, gestrecktes, stimmiges Bild wird. So einen richtigen Bagger eben, ne? Ja, man sieht eben vor allen Dingen, die Form von dem Tank ist so ein bisschen aggressiver als die normale, leicht runde Form. Genau. Jetzt sehe ich den Tankdeckel hier in der Mitte. Das heißt, habt ihr diesen Kit nur für die Street Glide oder auch für die Modelle, wo rechts und links die Tankdeckel sind? Ja, also es gibt ja noch die CVO, dann ist er an der Seite dran. Da muss man allerdings das Kit ein bisschen fummeln dabei, aber auch dafür gibt es Lösungen dabei. Ja, jetzt die Taschen hinten, die Koffer. Ist ja auch, ist es nur ein Kit, was sie verlängert werden oder sind das komplett neue Koffer? Nee, die Koffer sind komplett neu und die Deckel sind die originalen Harley-Davidson-Deckel. Die können wiederverwendet werden. Und da hast du auch mal das Ding hier dran gelassen, die Sissy Bar, damit man das originale Equipment, Sissy Bar, Topcase etc., was man alles so hat, weiterverwenden kann. Das macht natürlich viel Sinn. Es gibt ja Kits, da musst du wirklich die Hälfte wegschmeißen. Hier kannst du einige Teile noch verwenden. Jetzt sehe ich gerade auch, ihr habt noch ein paar coole Floorboards verbaut. Und was hinten auffällig ist, ist natürlich das lange geschwungene Heck. Und nicht nur das geschwungene Heck, sondern auch die Rückleuchten, die ihr eingelassen habt. Da habt ihr wahrscheinlich was ganz Eigenes wieder gebaut. Ja, genau. Das Heckteil gehört zu unserem Magnus-Kit. Und dann haben wir dafür zugelassene LED-Leuchten gehabt, die Bremslicht und natürlich auch eine Blinklicht machen. Das ist auch so ein Lauflicht, was links und rechts auseinander geht dabei, ne? Sehr, sehr coole Geschichte. Die Räder in dem Bike auch nicht ganz original, zumindest das Vorderrad würde ich sagen. Genau, hinten haben wir original gelassen. Vorne ist ein 21 Zoll PM drin, natürlich auch angepasst mit einem passenden Fender aus unserem Magnus-Programm. Ja, sehr schöne Geschichte. Ich nenne es einfach mal Kermit und Grau oder Kermit und Anthrazit. Ja. Auf jeden Fall eine extrem auffällige Farbe. Ich finde, das steht dem Motorrad irgendwie. Fällt auf jeden Fall auf, ist cool geworden. Und das zeigt wieder, der Lottermann kann nicht nur klein, der kann auch die dicken Dinger. Das freut mich, dass dir das gefällt. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ne? Alles klar. Bis dann.